Hallöchen, ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zurück bei Outlast 2, wo wir uns immer noch in der Kapelle befinden, die wir das letzte Mal aufgesucht haben. Ja, mit dem Herrn Knot. Den haben wir auch gesehen, ja, aus unserem Beichtstuhl heraus. Die netten Leute, die anderen netten Leute hier belästigt haben. Ich behaupte einfach mal, dass es nette Leute waren. Ich weiß es natürlich nicht genau. Ich bin ein bisschen laut auf meinen Ohren. Ich probiere heute das erste Mal aus, mich auch selber auf die Ohren zu legen, selber zu monitoren. Mal gucken, ob mich das komplett bekloppt macht oder so. Es ist ein bisschen sehr ungewohnt. Ja, mal schauen. Einfach mal gucken. Ansonsten kann ich es immer noch ausmachen oder so. Aber ich möchte das mal ausprobieren, vor allem weil ich diese Technik auch sehr gern in VR benutzen wollen würde, damit ich einerseits so In-Ears mal benutzen kann. Muss ich mal ausprobieren und dann ist es besser, wenn ich mich auch selber auf den Ohren höre. Ansonsten ist das alles so dumpf und so ganz komisch. Und andererseits würde ich dann auch direkt mitbekommen, wenn der Aufnahmerechner irgendwie keinen Sound mehr aufnimmt oder so. Ist auch egal, jedenfalls, ja, falls ich irgendwie manchmal komisch stotter oder so, weil ich mich mit einem kleines bisschen Verzögerung höre oder so, dann wisst ihr Bescheid, warum. So, jedenfalls, um wieder ein bisschen ins Spiel reinzukommen, es ist für mich auch schon eine Weile her, hier waren die beiden Leute und ja, eben, hier die Kollegen, die hier gewütet haben, die sind jetzt irgendwohin verschwunden. Ich glaube, die wollten Val aufsuchen, kann das sein? Und kann es weiterhin sein, dass Val diese Frau ist, die wir da schon mal gesehen haben? Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Ja, aber wir werden es rausfinden, denn dem Dude hier, dem werden wir jetzt folgen. Ja, hier unser Protagonist, ne, der hat sich hier ja irgendwie voll die Antworten erhofft. Ja. Na, ob er die jetzt gekriegt hat. Ich meine, wir haben jetzt den Hinweis, scheinbar, dass wir da jetzt irgendwohin weiter folgen sollen. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich aber nicht, ne? Ob uns das wirklich zu unserer Frau führen wird letztendlich. Vielleicht. Hoffen wir das Beste. Hoffen wir einfach mal das Beste. So, wie war das denn hier nochmal? Hier haben wir das. Genau. Was haben wir denn hier als letztes geguckt? Folter. Wie viel haben wir denn noch? Wir sind ungefähr bei der Hälfte, wa? Da rechts oben steht 9 von 18. Das wäre dann so ungefähr die Hälfte. Ja, die eine oder andere Sache haben wir leider verpasst. Das tut mir natürlich sehr leid. Zeitweise auch ziemlich viel. Ich frage mich, ob es da irgendwie wirklich verschiedene alternative Wege gegeben hätte oder so. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall haben wir noch ein bisschen was vor uns. So, und weiterhin, gucken, so war das, genau, und so war das alles, Klärchen. Haben wir denn noch Batterien? Ich sehe da zwei. Ich glaube, da zwei Batterien zu sehen, ne? Ja, mal schauen. Ja, und jetzt bleibt uns nichts anderes übrig. Sollen wir die Tür hier schließen? Wir sind einfach gut erzogen. Ne? Schließen wir die Tür hinter uns. Mit einem kleinen Rums. Ja, Rums, genau. Ein letzter Blick. War der vorher schon da? War der das letzte Mal schon da, als wir hier waren? Also als wir hier hingegangen sind? Ich bin mir nicht sicher. Uns bleibt offenbar nur der Weg zurück. Na dann, machen wir es mal. Ich sehe nichts, ne? Jedenfalls ziemlich wenig. Oh, ich hätte euch das Bild ein bisschen heller machen können in OBS. Naja, egal. Jetzt müsst ihr halt mit mir leiden, ne? So, und hier kamen wir nirgends rein. Naja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee, das sind hier diese... Jesus. Das sind auch hier diese Türen mit den Köpfen, mit diesen Schädeln da. Da kommen wir irgendwie generell nicht rein, glaube ich. Bestimmt war die das letzte Mal schon da. Bin mir ganz, ganz sicher. So, da geht's irgendwo lang und hier weiß ich nicht. Gucken wir mal. Schauen wir mal, ob wir hier wieder zurückkommen. Sind wir... Nee, drunter gekrabbelt sind wir nicht. Ist irgendwie zu. Okay. Nö, dann vielleicht wirklich da in die andere Richtung. Ich weiß auch nicht mehr, wo wir herkamen. Ob wir... Ich glaube, wir kamen hierher. War das nicht das mit diesem komischen Karren, wo wir dann hier rüber geklettert sind und so? Wo es hier ein bisschen Stress gab? Das kann echt gut sein. Wo es ein bisschen Stress gab, ja. Na gut, dann gehen wir eben in die Richtung hier weiter. Auf jeden Fall, hier ist jetzt ein offenes Tor. Sehr einladend. Was ist da so rot? Verdächtig. Ja, ich lasse mir ein kleines bisschen Zeit. Ne?
gesagt. Ich muss mich wieder selber ein bisschen reinfinden, was hier so abging, was hier Phase war. Jo, klettern, ja. Gibt er gleich um, ne? Nee. So schaukelmäßig, weißt du? Keine Physik, Physik, na gut. So, hier ist ein geschlossenes Tor mit einem verdächtigen Balken. Können wir gleich mal angucken. Da kamen wir hierher aus der Scheune. Ich weiß es nicht mehr genau. Damit können wir auf jeden Fall interagieren. Wollen wir das? Das wäre natürlich die offensichtliche Möglichkeit. Jetzt auch hier mal probieren. Nee. Hier geht's nicht so, ne? Gut. Dann. Eben doch hier. Was? Es hat geknupst. Hier in. Ja, vielleicht sollte ich gedrückt halten. Interagieren, interagieren, interagieren. Mit Macht, mit großer Macht. Interagieren wir. Okay. Ja, hier ist aber. Das ist spiegelverkehrt. Nee, oder? Ja, vielleicht soll es auch so sein. Weiß ich nicht. Könnte so oder so sein, ne? Das Ende ist eigentlich richtig rum, ne? Sähe andersrum aus, wenn es gespiegelt wäre. Ja. Dann ist es einfach nur ein total fancy gestaltetes Logo, natürlich. Ich banause ich. So, was gibt's denn hier so? Super Fresh, Spatlins Farm. Hier ist alles von Spatlin. Na gut, die Nahrung, die Konservendosen und die Kühlschränke, ne, das passt ja irgendwie so halbwegs zusammen. Was? Butter Taste Pacifier? Weiß nicht, was das bedeutet. Naja, gut. Diese Stimme in meinem Kopf ist total ablenkend irgendwie. Ich habe noch ein kleines bisschen zu viel Verzögerung drin, habe ich das Gefühl. Es sind nur Millisekunden, aber das kann es ausmachen, ob es irgendwie komisch ist für einen oder nicht. Naja, mal gucken. Ich muss es halt mal ausprobieren. Ist klar. Öfter mal was Neues. Und hier war einfach nichts. Hier ist einfach nur so zum Durchgehen oder was? Ernsthaft? Hier blinkt doch bestimmt irgendwas und ich habe es übersehen. Nächste. Das kann ich doch kaum glauben, dass hier wirklich nichts sein soll. Ich gucke nochmal ganz kurz. Wenn es mal wieder länger dauert, nimm dir die gute Spatlin-Butter. Nee, hier, das da. No, super fresh. Nimm dir das gute Super Fresh. Bestimmt müssen wir einfach gleich in die andere Richtung wieder abhauen oder so. Dafür ist dieses Haus da, um ein bisschen zickzack zu laufen. Gut. Wir sind natürlich immer mit unseren 50 Megabit dabei. Das ist genau richtig. Aha. Sehr auffällig. Ja. 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 Müssen wir da etwa. Können wir darüber jumpen? Wollen wir es probieren? Ernsthaft? Können wir machen. Ups. Klar. Und mit der Kamera in der Hand, weißt du, gar kein Problem. Natürlich. Er kann sowas. Haha. Interessant. Und nun? Ja, eine Batterie. Ja. Sehr verdächtig. Sehr, sehr verdächtig. Hier weiter rüber. Das ist nur eine Figur. Ja. Ich glaube schon. Dann einmal. Ups. Okay. Hier passiert irgendwie zu wenig. Das ist wirklich verdächtig. Sind das unsere Geräusche? Ich hoffe. Ja, hier können wir lang. Gut. So, ein hell erleuchtetes Haus. Ja. Können wir denn? Wir könnten auch hier rein, ja. Wir können ja mal die Tür probieren. Vielleicht ist das ja aber auch eine doofe Idee, oder? Sie ist einfach zu. Gucken. Nein. Sie ist durchaus offen. Weißt du was? Ich öffne schon mal das Fenster, falls wir gleich abhauen müssen oder so. Gucken, ob ich dann daran denke. Ja, es geht. Alternativ geht das auch so. Aha. Schlaf nun ein, kleines Kind. Ich trau der kein Stück. Leide, Kind. Tag und Nacht, wie nett.
Doch eines Tages erwachst du im Himmel. Schwarz und bleich. Weiß und rot. Kronen des Todes auf den Häuptern der Reiter. Was haben wir daran? Weiß und rot. Ach so. Na, vielleicht ist es auch doch keine Puppe, ich weiß es nicht. Ich will da nicht hin, aber wir müssen da hin. Also, wir müssen das ausprobieren. Ich würde uns abschlachten, sowas von. Down in the valley, there's a poor little lamb. Ist das krank? Crows and kites are. Die können wir auch öffnen. War da noch irgendwas? Säune, das ist auch genau da hingelegt einfach, damit man da rüberlaufen muss. Ich glaube, hier ist aber sonst nichts. Ist irgendwie doch krasser, wenn ich mich selber auf den Ohren höre, dann verleitet mich das dazu, auch mal näher ans Mikrofon zu gehen oder zu flüstern. Stimmt, ist hinterher zu leise, weil ich mir das jetzt auf den Ohren zu laut gemacht habe. Alter, die bleibt da nicht. Das glaube ich nicht. Fuck. Okay, wir müssen das natürlich lesen, aber wenn wir damit fertig sind. Ja, in der Cam bitte. Okay, Kapitel 2. 1. Also gürtet eure Lenden, was ist das für ein Wort? Jene, die mich hören wollen, bereitet euren Verstand, seid offen und schlicht im Warten auf die Offenbarung, seid gehorsam wie Kinder ihren Eltern, wie Eltern den Propheten, wie Propheten dem Herrn und seinen Engeln. Denn ihr wisst, ihr seid nicht unverderblich durch unverderbliches Gold, noch sind es die Lügen der Überlieferung eurer Väter, gezeugt nicht von unbeflecktem Blut. Die Linie Adams war bei Kain nicht mehr zu erretten, der beschnitten war, doch starrhälsig, unbeschnitten im Herzen und eures Vater Lust schlecht gewachsen. Wer wahrlich entweihte die Offenbarung des Abrahams und des Jesu von Nazareth und von Abu al-Qasim Muhammad ibn Abd Allah ibn Abd Allah Mutalib ibn Hashim. Ihr verdammten Juden, das steht da. Ihr verdammten Christen, ach so, ihr verdammten Moslems, einfach gegen alle, okay. Dann ist ja wieder gut. Die ihr Verdammnis seht und auf die Ernte wartet, aber hört nicht das eitle Gerede eurer Väter und verbringt eure Zeit in Furcht und ergebt euch nicht ignoranter Lust. Und wenn der Vater euch zur Rechenschaft zieht, so verteidigt seinen Himmel und vergießt das Herzblut des spinnäugigen Lamms, des Feindes, dem ungeborenen Prinz der Lügen. Für seinen Glauben wurde ihm offenbart, seid heilig, da ich es bin. Ich habe keine Ahnung, wovon du da schwafelst, aber ist okay. Alles Klärchen. Und jetzt steht es immer noch da, alles klar. Und was war das hier eben für eine Aktion? Wir können auch hier raus. Ich verstehe. Ist uns da etwa jemand auf den Fersen? Das ist möglich, ja. So, Omachen, bleib mal da. Oder Mutter. Das wollte ich nicht. Eigentlich da raus. Hier einmal hüpfen. Ja, genau. Und da sind eben, Stacheldraht. Leute entlang gelaufen. Hier wird doch gleich jemand stehen. Ich halte mich mal so ein bisschen am Zaun. Vielleicht. Ja. Immer weiter. Oh. Sollen wir rennen? Sollen wir nicht rennen? Keine Ahnung. Ich laufe mal ein bisschen. Keine Ahnung, wo sie sind. Nimm die Hand aus dem Gesicht. Hier wird's hell. Hier wird's hell. Ja. War das jetzt die richtige Entscheidung? Okay, wir können da rein, schätze ich mal. Da
Da bewegt sich was. Shit, 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 shit. Okay, 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 okay. Ich sehe nichts. Hier, 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 hier. Da, 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 da. Oh, 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 oh. Schneller, schneller, schneller. Dreh dich. Los, los, los. Fuck. Ich glaube, ich muss ganz crouchen, oder? So, 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 so. Und, geht nicht. Nochmal, nochmal, nochmal. Komm, 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 komm. Ich laufe nach vorne, ich laufe nach vorne. Es geht nicht. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht, verdammt? Es muss doch gehen. Hier kann ich öffnen. Ich könnte hier öffnen, aber ich muss doch hier. Ich muss doch bestimmt hier durch. Ich meine, das... Oder? Kannst du mal probieren? Das muss doch gehen. Warte mal. Laufe, laufe, laufe. Es geht nicht. Ich komme da irgendwie gleich von der anderen Seite rein oder so. Ich guck mal eben, ob ich hier öffnen kann. Hier kann ich auch öffnen. Ah, so. Ah, okay. Ich lade mal eben nach. Ah, da ist ein Dingsi. Wofür auch immer. Ja. Das haben wir jetzt sicherlich in der Hand. Wollen wir mal gucken, Interesse halber. Ich kann durch, wenn ich die Watermill stoppe. Hier komme ich durch. Was, wenn ich das... Ah, das Wasserrad anhalte. Okay. Ja, vielleicht hier? Nee. Vielleicht können wir... Was können wir machen? Hier irgendwas? Nee, oder? Das glaube ich nicht. Wir gucken gleich mal, ob es da irgendwie weitergeht. Hier war ansonsten nichts mehr, ne? Hier können wir verstecken. Ja, hier können wir auch verstecken. Taschenlampe ohne Batterie. Naja, ist das so. Von mir aus, von mir aus. Okay, ich lauf mal hier hoch. Das war unerwartet. Ah, hier, 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 hier. Das wird ja im Leben nicht klappen. Ja, klar. Lass dir Zeit. Hey, hey, Hallöchen. Oh, shit. Das war ja nicht so nett. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Chat im Video angemacht habe, ehrlich gesagt. Ja, sieht mir jetzt im Moment nicht so aus. Ja, dann pass auf, dann müssen wir... Ja, ja, ja. So, das Ding, das haben wir. Gut, dann laufen wir nochmal da raus. Gucken, ob wir es schnell machen können. Ich sehe nichts. Ah, wo ist es denn da? Bevor die da kommen, ja. So, hier. Einsetzen. Drehen. Drücke Dings wiederholt. Ah, wir stellen das Wasser ab. Ja, jetzt ist die Frage. Steht es jetzt... Steht es jetzt ausgerechnet so, dass da die Lücke jetzt offen ist, oder wie? Das hätten wir aber viel Glück. Glaube ich irgendwie nicht. Da geht ja jemand. Haltet fest an den Namen Sullivan noch. Ja, ja. Ja, ja, guck mal hier. Hui. Katastrophe. Katastrophe mit der Tante. Wobei, im Moment geht's, glaube ich, schnell weiter, wa? Komm. Ja, 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 ja. Kann sich das jetzt nicht mal schnell weiter drehen? Was? Was meinen die? Wollen die mir nicht folgen, weil es hier ganz, ganz böse ist oder so? Das kann natürlich sein. So, rechts oder links? Erstmal hier. Ja. Also entweder waren die jetzt zu faul, was ich nicht glaube. Oder hier geht irgendwas ab. Gleich. Die wissen was, was wir nicht wissen. Noch. Yeah. So, was ist das denn hier? Dann können wir uns ja ein bisschen erfrischen. Ich erfrische mich auch mal. Prost auf euch, ne? Sehr schön. So, und weiter geht's. So, hier ist nur Batterie. Hier ist nichts. Hier ist zu. Hier könnten wir uns verstecken. Ja. Wahrscheinlich gleich machen müssen. Na, gucken wir mal. Was ist das denn hier? Aha.
Das ist ein bisschen eklig. Ist nicht das Ekligste, was wir bisher so gesehen haben, aber ja, ist schon. Ist okay. Nein. Ja, hörst du nie auf, genau. Dann sollen wir es mal mit Verstecken probieren. Da ist die Tante wieder, ist doch klar. Ich habe keine Ahnung, ob man gegen die. Wo war die jetzt? Das Fass. Scheiße, wo war das Fass? War das hier nicht irgendwo? Hier im hohen Gras könnte man sich natürlich auch verstecken, hier. War das hier in der Ecke? Nee. Hier war das. Oh, hier ist zumindest eines. Da ist Wasser drin. Achso. Oh, das ist ja nicht so gut. Ich will da gar nicht rausklotzen. Was passiert denn, wenn ich zu lange unter Wasser bleibe? Die ist doch gleich da. Könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass das jetzt hilft. Dass die Sicht dann auch immer so schön blurry ist, ne? Also ich höre sie gerade nicht. Ich höre sie gerade nicht. So, mal raus. Gucken wir mal. Gucken wir doch mal, ob sie weg ist. Ich glaube, gegen die haben wir einfach keine Chance, oder? Also wenn sie wirklich will, ne, dann ist alles zu spät. Klar, spawn da einfach, ist okay. Ja, ja. Kein Problem, bloß nicht zu fair sein. I will be the plague in the ransom. Nee, 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 nee. Ist sie? Nein. Nicht hier hin. Nicht hier hinkommen. Alter. Die war sehr nah. Gibt's denn jetzt entlang da? Da, 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 da. Stimme so nah einfach. He will hard even unto his death. Ich bleib hier einfach hocken. Ja, geh weg. Da will ich nämlich entlang. Ich weiß nicht, ob das Richtige ist. Natürlich keine Ahnung, aber da ist Licht. Das ist eine gute Idee. Hier ist ein Ventil, ne? Okay, okay, okay. Okay. Eine Kuh, die es hinter sich hat. Hier, 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 hier. Hier ist vielleicht tatsächlich geschafft. Ich hätte das nicht sagen sollen. Ich weiß einfach instantan, wir hätten es. Nee, ich hätte das nicht sagen sollen. Was? English Dictionary, aha. Natürlich. Das gute Buch. Wenn man viel Langeweile hat, kann man es einfach mal von vorne bis hinten durchlesen. Dann weißt du Bescheid. So, also, okay. Ist irgendwie, okay, ein Stall, der schon mal definitiv bessere Zeiten gesehen hat. Das Tor, ja. Und gleich mal gucken. Stimmt, müssen wir jetzt erstmal wieder raus, weil es irgendwie in. Keine Ahnung, ein Hebel holen. Hier vielleicht. Ich finde einen Haken, mit dem du das Tor heben kannst. Hier. Yeah. Gleich mal gucken. Hier ist nix. Was ist das denn hier für ein Mecha? Also. Bestimmt. Klar, natürlich. Das ist das Erste, an das ich denke. Ich finde einen Haken, mit dem du das Tor heben kannst. Also das muss mit dem verbunden werden, sehe ich das richtig. Bestimmt in irgendeiner Kuh drin. Da finden wir bestimmt einen Haken. Naja, also, suche den Haken im Heuhaufen. Was hat der denn jetzt gemacht? Nee.
hier nicht. Hier willst du nicht was basteln. Hier gibt es so ganz viele Sachen aus Metall und so. Du willst doch bestimmt irgendwas Schönes basteln. Naja, Würde ich irgendwas mit den Viechern hier machen? Nee, ne? Im Wasser sehe ich gerade nicht hier drin irgendwo, aber ich komme hier irgendwie nicht rein. Daraus hier irgendwas basteln, das müsste auch eigentlich im Bereich des Möglichen sein, könnte man meinen. Ja, nachladen ist schon klar. Ich würde mir das gerne ein bisschen aufsparen. Warum müssen wir da echt nochmal raus und irgendwo hin? Das täte mir ja nicht so gefallen. Warum sagt er, dass hier, wenn ich hier hingehe, mit dem Haken, das ist auch irgendwie interessant, oder? Als ob man es irgendwie runter machen könnte oder so vielleicht. Hier ist ein Werkzeugkasten, das würde sich so anbieten. Ich mach mal Reload. Nutzt ja alles nix. Nope. Hier drunter irgendwo. Stimmt, übersehe ich das Offensichtliche wieder mal. Wie das halt immer so ist. Hier ein Nagel. Daraus können wir uns einen Haken basteln. Was? Nee. Hier komme ich auch nicht rüber, ne? Nö. Da ist er nicht so in der Lage, da mal rüber zu jumpen, ist klar. Sollen wir halt nochmal draußen gucken? Und ich mache eine Ratte. Eine Ratte, die es auch hinter sich hat. Oder hier irgendwo an den Wänden? Nee. Weißt du was? Warum eigentlich nicht? Gucken wir mal draußen. Weil es ja so viel Spaß gemacht hat da. Vielleicht sagt er ja gleich, nee, das ist keine gute Idee, hier nochmal zurückzugehen. Sehe ich ein. Diese Aussage würde ich unterstützen, auf jeden Fall. Irgendwo ein Haken. Road to the mine is somewhere around here. Naja, Weg zur Mine. Ob das wirklich der richtige Weg ist. Irgendwas abmontieren vom Laster? Nee. Irgendwie nicht. Hier. Nee, hier ist zu. Hier ist. Was ist das denn? Achso, so eine Mistgabel, glaube ich, noch reingepiekst. Hier, wie ist es denn damit? Das ist jetzt aber schon noch ein anderes Häuschen, ne? Ja, da liegt auch eine Batterie, ich hab's gesehen. Hab's doch ganz genau gesehen. Und ein Schrieb. Und ein Verband. Wir werden wieder reich beschenkt. Ja. Naja, dann gucken wir mal, ob wir hier echt noch was auftreiben können. Hier liegt ganz viel Zeug, aber nee, kein Haken. Kein Haken dabei, ernsthaft? Komm, dann lesen wir mal die Anleitung. Vielleicht finden wir heraus, was geht. Servus! Servus, mein Lieber. So, was haben wir denn hier? Hier, du kannst mir bestimmt helfen. Wir brauchen einen Haken. Wir brauchen einen Haken, ich weiß nicht, wo er ist. Aber erstmal lesen wir. Kapitel 1. Die Worte Sullivans, der neue Ezekiel sein werde, der Prophet sein werde, der führen werde, die zerstreuten Fremden eines gefallenen Christus im gestohlenen Zion, der Pueblos, der Jicaria, der Mescalero und der Navajo, auserwählt gemäß des Blutes, geweint bei der Offenbarung, das Vorwissen des Feindes selbst am Tor und den bröckelnden Mauern und Gehorsamkeit, dem Blüte des Herrn und Jesus Christus, Gnade sei mit dir, aber Friede nicht. Mit ihm, der blind ist, gegenüber dem faulen Erbe entweihten Glaubens, den Lügnern von Babel und die Huren von Babylon, die den Teufel zeugten, der ein Lügner und Vater der Lügen ist. O Zion, Zion, dass du steinigst deine Propheten, die dir gesandt waren, auf dass dein Haus verlassen bleibt und dass du Blut vergießt das Blut deiner Bastarde und damit den Weizen nährst, der deinen Nachwuchs mästet. Denn alles Fleisch
ist Gras für die Mast der Opferochsen oder der frevlerischen Kälber. Obal, Oel, Ogual, Lana, O Moloch. Doch es ist Gras, das verdorrt und gedüngt wird vom Blut und sich ausbreitet. Denn die Saat des Propheten wird den Feind entwurzeln, dass der Prophet rachsüchtig ihn erschlagen kann. Den Bastard der Lügen gezeugt, in seiner eigenen Sünde gereinigt durch sein eigenes Blut, vergossen von seinem eigenen Fleisch. Okay, das sind hier also die Ochsen, die irgendwie geopfert wurden oder so, die überall rumliegen. Ja, ja, wahrscheinlich.